Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Magazin-Review. Heute zur 117. Ausgabe des Lego Ninjago Magazins. Als Extra haben wir dabei einmal den coolen Kohl und eine limitierte Goldkarte, den wilden Was. Ich würde sagen, ich löse das einmal beides ab, baue die Figur im Speedbuild auf und dann besprechen wir alles. Wie immer, bis gleich. Bin ich wieder. Ich hoffe, der Aufbau hat euch soweit gefallen. Hier haben wir einmal die goldene Karte von Ras, die LE13. Kommt zu den anderen in die Sammelmappe. Dann haben wir hier den coolen Kohl mit seinen beiden Hämmern. Der Kopf ist beidseitig bedruckt. Der Körper ebenfalls vorne und hinten, das sieht man da so ein bisschen durch. Und die Beine sind nur vorne bedruckt. Finde ich ganz cool. Ich glaube, mittlerweile sind wir jetzt, glaube ich, auch schon mit denen allen durch. Mal gucken, was als nächstes kommt. Na, bleib stehen, dann leg dich hin. Dann kommen wir mal zum Magazin an sich. Als erstes haben wir hier Werbung für Nickelodeon. Und natürlich das Inhaltsverzeichnis auf der anderen Seite. Dann haben wir hier das Extra. Ein paar Infos zu Kohl. Die Bauanleitung. Und so ein kleines Spielchen. Dann geht es hier los mit einer Mission. Chaos über den Wolken. Geht das noch zu? Ich glaube, ja. Dann geht es auch weiter. Dann haben wir hier eine zweite Mission oder eine weitere Mission. Aktenvernichter. Da hat man hier so ein kleines Labyrinth. Dann haben wir hier Werbung für Luigi's Mansion 2 HD. Hier geht es dann auch schon los mit dem Comic. Da springen wir natürlich schnell durch. Da werde ich nicht zu viel Spoiler. Dann haben wir hier eine weitere Mission. Dampf ablassen. Und dann sind wir auch schon in der Mitte angekommen. Hier haben wir einmal die Schurken. Und auf der anderen Seite haben wir, da haben wir dann einmal Jay auf der anderen Seite. Mit dem netten Spruch, einmal ein Ninja, immer ein Ninja. Dann haben wir hier nochmal Werbung für das Abo des Magazins. Da kann man sich eins der kleinen Sets als Prämie aussuchen, wenn man es abonnieren sollte. Dann geht es auch schon im Anschluss weiter mit dem Comic. Comic. Hier sind wir am Ende. Und hier haben wir eine weitere Mission. Die heimlichen Helden und Gauner. Ein paar Infos zu denen. Dann haben wir hier eine weitere Mission. Abenteuer im Niemandsraum. Dann geht es auch schon weiter. Hier haben wir eine weitere Mission. Ordentliches Chaos. Und auf der anderen Seite haben wir einmal die Fanpost. Da haben Fans Bilder eingeschickt oder Fotos von Mocs oder was gebastelten. Dann sind wir auch schon durch mit dem Magazin. Hier haben wir Werbung für die Vorschau für die nächste Ausgabe am 9. August. Da haben wir dann den ultimativen Was dabei. Und eine weitere Sammelkarte.
Und auf der anderen Seite haben wir Werbung für die neuen Lego Ninjago Maze. Auf der Rückseite ist dann nochmal Werbung für Togo. Und damit wären wir auch für heute durch. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.